Jo Mensch, servus und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von ARK. Beim letzten Mal haben wir ja doch schon reichlich Spaß gehabt mit dem T-Rex. Ja, und weil das ja so hervorragend nicht geklappt hat, haben wir uns gleich mal vorgenommen, wir werden den T-Rex zähmen, anstatt hier... Also Anni Zeratops. Hat sich das vorgenommen, ja, ich ja. Beobachte das mal aus Entfernung. Einer muss ja meine Leiche wieder einsammeln. Ja, unser Zeug immer wieder geholt, der T-Rex, wir wissen nicht, ob er noch da ist, wir haben die Nacht im Haus verbracht. Ja. Kann durchaus sein, dass er jetzt schon woanders hingedackelt ist. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber und noch das Teil einsammeln. Mach doch mal, ich gehe schon mal zum Strand. Ich bin ja schon auf dem Weg, um zu gucken, ob er da noch irgendwo rumwuselt. Ja, pass auf, der kann sich tarnen. Ja, das ist ein Tarn-T-Rex, haben wir ja festgestellt, hinterm Stein. Aber da bin ich schon vorbei und da steht er nicht. Also noch sieht's gut aus, aber wer weiß. Und bitte nicht wieder so schreckhaft rumschreien. Das hat mich voll geschockt beim letzten Mal. Mich auch. Gleich 3 graue Haare mehr bekommen. Da siehst du, wie oft ich schon Schreck bekommen habe. Yes. Dazu sei nichts. So, ich sammle mal auf meinem Weg schon ein paar Beeren, falls wir doch nebenbei noch irgendwas anderes zähmen wollen. Aber eigentlich habe ich echt Bock auf diesen T-Rex. Ja, ich auch. Und so ein totes Stück Fleisch finden wir schon zu füttern. Ja. Mensch, sind ja schon ganz gut vorangekommen hier mit Link. Ach, Wahnsinn. Das sah vorher noch nicht so aus. Ja. Ja, hier, guck mal, hier haben wir doch schon ein Stück Fisch. Nimmst du mit. Sehr gut. So. Ja, falls wir ihn finden sollten, also das ist immer die Grundvoraussetzung, müssen wir ihn erstmal noch zähmen. Ich guck jetzt mal. Also, die haben immer so spezielle Vorlieben, diese Dino. Ach, da ist er noch. Er ist noch da. Es fühlt sich genauso schrecklich an wie vorhin. Ja, also die haben ja immer bestimmte Vorlieben und so ein T-Rex möchte gerne Prime Meat haben. Ja, und der jagt da gerade ein Kanu, glaube ich. Also irgendwas komisches jagt der da. Oder hat der da gejagt? Den Kanu. Ach nee, so einen anderen. Hier, da weiß ich jetzt gar nicht. Parasaurus. Ja, ich glaube, der mit dem Kamm. Naja, Parasaurus. So, auf jeden Fall huscht der hier aber noch rum. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich hinterm Busch vor. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie auf den Stein raufkommen oder so. Dann tut er einem da nichts. Nee, wenn man günstig steht, kommt er nicht hoch. So. Na, ich bin auf dem Stein. Ja, irgendwer muss den da ranlocken. Ja, ich. Nee, ich mach das schon, kein Stein herum. Ich würde aber, das ist halt die Frage, also der Stein hier könnte ein bisschen unsicher sein. Also hier vorne kommt er nicht hoch, das ist sicher, aber... Also ich finde, der ist schon... gut hoch. Ja, aber du weißt, wie hoch die T-Rexe, ja, die können die immer locker, also da kannst du denen ins Maul gucken, wenn du hier umstehst. Ja, ich weiß nicht, hier ist halt nichts Höheres. Ja, aber der kommt doch hier nicht so. Der kommt doch hier nicht hoch. Wenn wir wieder hochkommen, kommt der da auch hoch. Ja, hier, der scheint noch. Naja, keine Ahnung, ich kann ihn ja mal ranholen. Genau, und wir gucken einfach, wen er von uns beiden erwischt. Ja, wo ist er denn gerade hin? Nach hinten. So, Bogen ist gespannt. Oh. Das ist eine ganz dumme Idee. Ach, Quatsch. Das Problem ist, ich muss ihn eher sehen, als er mich sieht. Also ich sehe dich leider nicht mehr. Irgendwie kann hinten, ich nicht so weit gucken. Er hat gerade einen Triceratops am Wickel. Oh ja, und es sieht echt lustig aus, dich hier von der Ferne zu sehen. Getroffen? Ja, der ist auf jeden Fall noch nicht aggro auf dich. Aber ich habe ihn getroffen auf jeden Fall. Ja, vielleicht hast du ihn gut abgelenkt. Oh ja. Jetzt, er kommt, er rennt. Oh fucking shit, ich bin so aufgeregt. Los! Er hängt fest. Oh, ist das die Chance? Nein, er reißt jetzt alles um, der kommt. Oh mein Gott. Renn weg! Ich renne. Schneller! Gott, hat der einen Speedrop, aber du bist schneller als er. Ich habe auch geübt. Hallo? Du kannst zwischendurch mal atmen. So, ich mache mich schon mal startklar. Oh, jetzt wackelt der ganze Boden. Renne! Oh mein Gott, der ist über den großen Stein gelaufen. Ich glaube, der kann hier wirklich hoch. Scheiße! Der kann mit Sicherheit hier hoch. Du musst hier nur... Hast du mal geschossen? Ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Kommt der zurück? Nee, er ist hinter dir. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier sind keine Piranhas drin. Gott. So, kommt der jetzt? Hast du dich gedreht? Ich sehe euch nicht. Ich gehe jetzt erstmal durchs Wasser. Ich glaube, der kommt zu dir. Oh nein, oh mein Gott.
Lauf! Ich muss hier weg! Scheiße! Der kann über die Steine, der hat das raus. Ja, pass mal auf, das haut aber schon ganz gut hin. Aber ich hab Level Up, das wäre schon mal klasse. Und spar deine Ausdauer irgendwie. Ich komme dir hinterher. Ja, ich renne immer so ein bisschen. Nur so ein Stück. Auweia. Also ich könnte ihn nebenbei auch mal ein bisschen abschießen. Nee. Nee? Dreh mal wieder um. Also ja, ich renne um Stein rum. Ja. So, dass du mir entgegenkommst. Vielleicht bleibt der ja hier auch irgendwo mal drin hängen. Nee, oh mein Gott! Der läuft über den Stein. Ey, so ein... Bah! Lauf! Oh Gott, wo soll ich denn hin? Folgt der mir? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der rennt mir hinterher. Ja, jetzt rennt er dir hinterher. Sehr schön. Dann hau ich ihm jetzt auch wieder von der anderen Seite. War eigentlich fest, oder? Nein! Oh Gott! Er rennt mir hinterher, hat mir eine reingezogen. Oh, pack den Bogen weg! Lauf! Oh Gott! Oh, jetzt bin ich noch nebenbei dehydrated. Das ist ja richtig klasse. Aber generell hast du leider keine Ausdauer. Ich versuche Marco zu kriegen. Okay, er hat mich. Okay, ich gehe schnell ins Wasser, ja. Ja. Ich hoffe, es ist tief genug hier. Los, sehr gut. Los, trink! Da. Wo seid ihr? Ihr seid da. Er hängt fest. Richtig gut. Er bewegt sich langsam. Kann das sein? Ja, es dauert ja mal ein bisschen. Oh, er kommt zu dir. Der kann aber nicht mehr so schnell. Da hast du eine Ahnung. Hast du mal geguckt, wie der gerade losrennt? Nein. Ich will mich gerade nicht umdrehen. Nee, ich würde dann gleich schnell laufen. Jetzt häng ich im Baum fest. Glückwunsch. Oh, scheiße. Oh nein! Er hat mich umgebracht. Scheiße. Ach, die alte Krabbe. Er hat einen Baum gefällt. Ja, ja. Schade, aber ich fand, das sah echt gut aus. Ich renne dann mal schnell mein Zeug zu holen. Wenn du ihn am Wickel hast, dann brauche ich mir nichts Neues anziehen. Ja, das Schlimme ist ja bei diesen Narkosefeiern, es dauert immer, bis die volle Wirkung entfalten. Also man kann natürlich ohne Ende draufschießen, aber hängt gerade fest. Der macht aber so ein bisschen lethargischen Eindruck, ne? Genau in die Nase geschossen. Da steckt der Pfeil auch drin. Ja. Ja! Jawoll! Woo! Applaus, ich komme nach vorne. Bring Narkosezeug mit. Narkosezeug, mache ich. Ui, richtig gut. Alter T-Rex, alte Nuss, da liegt ein Stein drin. Naja. Wem? Ich muss mal irgendwie gucken. Ja, Narkosemittel mitbringen. 55 oder ja, reicht noch mehr? Nicht. Naja, ich nehme einfach mal alles mit und hoffe, dass ich zwischendurch umgelegt werde. Sonst haben wir hier ein Problem. Ich sollte auch das Haus verlassen. Oh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist das jetzt von Leine oder? Auf jeden Fall Movement Speed noch ein bisschen erhöht. Ui, das kann sich nur um Jahrhunderte handeln hier, das Viech zu zähmen. Ich hau mal den Stein eben weg. Das stört ein bisschen. Man braucht ja immer neue Projekte. Neue Projekte, ja. Projekt T-Rex. 200 Folgen später, Staffel 3. Ach ja. Na, aber ist doch schön, dass das schon mal funktioniert hat. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie Fleisch dran kriegen. Ja, das kriegen wir schön. Haben wir noch was im Kühlschrank? Ich hab gar nicht. Nee, ich hab alles mitgenommen. Ja, dann. Oh, jetzt hab ich mir aber auch erschrocken, weil der Stein hier durch die Gegend fliegt. Na, ich hab gesagt, ich mach mal eben den Stein weg. So, soll ich dir schon mal das Narkosemittel geben? Da kannst du reinhauen. Da! Ja, Mensch. So ein T-Rex hier vor der Nase. Ach so. Ich habe jetzt da alles reingehauen, was wir haben, ne? Nein, nicht so viel, bist du verrückt. Ja, dann nehme ich wieder was mit. Nee, ich habe jetzt schon rausgenommen. Ach so, ich habe dich gefragt. Ja, also nach und nach so immer ein bisschen was, aber wenn der jetzt aufstehen sollte, dann ist er mal am Arsch, aber das Zeug nicht haben. Hm.
liegen irgendwo im Baum. Das kann ja gar nicht sein. Das Schlimme ist ja, irgendwie hat sich hier noch nichts getan. Also kann das sein, dass er, also entweder braucht er ewig, oder der frisst tatsächlich irgendwas anderes. Vielleicht dauert es aber auch einfach ewig. Ja, aber vorher stand ja irgendwie eine Effizienz da. Jetzt steht gar keiner, oder was? Na, ich sehe zumindest noch keiner. Vielleicht mal ein paar Narco-Berries reinwerfen. Vielleicht ist da ja auch ein paar Bären. Ich glaube nicht. Wir können ja mal vielleicht einen Finger reinhalten oder so. Ich lass dir den Vortritt. Das Schlimme ist, wir brauchen auf alle Fälle irgendwoher Futter, ey. Und hier rennt natürlich gerade kein Pflanzenfresser rum, weil der alles getötet hat. Und auf der anderen Seite. Da waren vor uns zumindest ein paar. Da war, glaube ich, auch so ein Nasenbär. Wo ist denn mein Zeug? Weiß nicht, war der nicht ganz zermatscht? Na, hier in den Bäumen. Also, ich bin ja hier lang gerannt. Was trinken? Hier irgendwo rein. Es war schon irgendwo hier. Ja, warum liegst du noch hier? Siehst du mich? Ja, hier oben. Ach, auf dem Stein gelandet. Irgendwie siehst du nicht so gesund aus. Ja. Okay, dann müssen wir irgendwie was jagen gehen. Und gleichzeitig den T-Rex im Auge behalten. Ja, auch den. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß halt, dass der irgendwann Prime Meat haben wollte, aber normalerweise, der müsste doch auch normales Fleisch nehmen. Der frisst doch sonst auch alles. Ich frage aber, von wem kriegt man denn dieses Prime Meat? Von großen Dinos, von ganz großen Dinos. So ein Bronto zum Beispiel. Da vorne sind Brontos. Ja. Narkosefeilen, die sind ja nicht so schnell. Pass mal auf, ich hol mal ihn ran. Muster. Oh, das sind zwei Kanus. Ja, zu zwei kriegen wir das schon hin. Ich hab mal was geholt. Ich bin gerade völlig verwirrt, ich hab mir eine Leiche wieder angezogen. Ja, sehr schön. Na, ist wahrscheinlich im Inventar doppelt. Ja, genau. Richtig. Wir wissen ja, wie das mit dem Denken ist. Alter, warum kommt ihr denn über diese Steine rüber? Hast du den T-Rex ein bisschen im Auge? Jetzt ja. Riesen Dillo, scheiße. Sieht gut aus. Immer schön mal Remote Use Dings nehmen hier. Mhm. Ja, ich geh gleich mal vorbei, dann kann ich noch ein bisschen Fleisch reinpacken. Menschenfleisch. Was hey. Meins? Menschenfleisch. Es gibt wieder Menschenfleisch. Lecker. Boah, gleich zwei. Das sieht wirklich gut aus. Ja, ich wollte eigentlich nur einen haben, aber die sind ja leider sozial verbündet. Oh. Das Problem ist, die sind ganz schön schnell. Ich versuche mal irgendwie hier wegzukommen, ohne dich an dir vorbeizulaufen. Kommt zu dir, kann das sein? Oh, bitte nicht. Oh, ja. Och, nö. Nee, der kommt zu mir. Ja, aber der ist ja mir voll vorbeigetragen. Soll ich den mal betäuben? Ja, mach mal. So, Freundchen. Daneben. Juhu. In die Pobacke. Ist egal, wo du ihn triffst, Hauptsache triffst. Ja, bin dabei. Denk gerade mal ein bisschen warten. Er kommt zurück zu dir. Lauf. Und nicht am T-Rex vorbei. Stimmt. Oh Gott. Bilder. Ach nee, ich bin schon wieder. Die hier durcht hat, die Olle. Na, bei dem Rumgehechel ist ja kein Wunder. Also, wieder mit deinem Schwanz hier rumwedelt, ist schon. Genau, lauf mal so ein bisschen schräg. Ja, ich muss ins Wasser. Er hat gerade dem T-Rex eine mitgegeben. Sehr schön. Dann ist der vielleicht noch ein bisschen. Oh Gott. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um, wenn ich hier rumschwimme. Der kommt zu mir. Hat der einen Schwanzschlag drauf? Ja, sollte man sich nicht treffen lassen. So. Du bist ja neben mir, Mensch. Das ist ungünstig. So. Nee, ich gehe in die andere Richtung. Ich treffe ihn schon. Ja, der hält aber ganz schön viel aus. Aber gut, der ist ja natürlich auch ein riesen Brocken. Da brauchst du ja tausende Pfeile wahrscheinlich.
Aber ich treffe ihn, glaube ich, ganz gut. Hey, was die alles über die Steine schaffen. Neue Verschreck erstmal einfahren lassen. Au! Oh, hat mir eine mitgegeben. Weil du überlebst das ja, ne? Ja, einen Schlag habe ich überlebt. Oh Gott, da kommt das Wasser. Oh, hallo. Jetzt wird es auch noch neblig und dunkel. Ja, der reißt alles ein da, alles. Ich habe nur noch 21 Pfeile. Ich habe auch nur noch 20, aber das sollte eigentlich reichen, hallo? Ich meine, jetzt könnte das auch langsam mal wirken. Ich wollte mal nach unserem T-Rex gucken. Oh Gott, der ist aber weit hinter mir. Der schleppt ihn mal wieder auf unsere Seite. Ne, ist er schon. Achso, er bewegt sich schön. Ich habe leider. Aber ein bisschen ist es vorangegangen beim Taming. Echt? Ja. Cool. Alter, fall da nicht mal um. Ich weiß gar nicht, was für ein Level hat. Also wenn ich dem Spoiled Meat reinpacke, findet er das gut? Nee, ich glaube nicht. So. Das Schlimme ist, ich habe bald Hunger. Ich kann bald nicht mehr rennen. Dann nimm... Er fällt um! Ich glaube, er... Nee, er fällt noch nicht um. Der fällt über einen Stein. Ja, aber dann nimm dir halt ein paar Beeren aus dem T-Rex. Ich habe die reingepackt. Und jetzt hängt er fest. Er hängt fest. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ja, der wird langsam. Der fällt gleich um. Nee, der fällt nichts um. Ja, der kommt zu dir. Ja, ja. Jetzt! Er hat zusammengefallen. Super. Dann hänge ich gleich mal fest. Jetzt müssen wir ihn nur noch auseinandernehmen. Wo ist er denn hier? So. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir den jetzt dafür missbrauchen. Ja, schade. Aber es wird nicht der letzte sein. So. Ich geh mal zum T-Rex. Bei Female. Erstmal gucken, was er mit hat. Nischt. Gut, dann hau ich den einfach mal kaputt. Ja, ich hoffe, wir kriegen Prime Meat. Er schreit noch, er stöhnt noch. Was hast du denn da Bären reingepackt? Der ist doch keine Bären. Ja, ich hatte gedacht, besser als gar nichts. Aber ich esse welche. Ja, das ist das. So, der ist nur betäubt, der ist ja noch gar nicht tot. Ne, natürlich, der ist ja gerade erst umgefallen. Wir haben ihn ja nicht erschossen. Na, dann muss ich den mal erstmal ein bisschen. Jetzt. Ich habe leider nichts anderes. Noch mal durch die Gegend. Leider nichts anderes mitgehabt. So neblig hier, unglaublich. So. Gucken wir mal, was da rauskommt. Wahrscheinlich haben wir kein Glück und kriegen kein Prime Meat. Ne, bisher nur das normales Fleisch. Doch! Einmal schon. Er muss sich beeilen, das musst du schnell zum T-Rex bringen. Das hält nicht lange. Ja, aber eine Minute wird es ja behalten. Na, zwei Minuten hält's, ja, glaube ich. Bin ich bestimmt fertig hier. Der ist ja nur fast daneben umgefallen. So, da war gar nicht so viel drin. Wo ist denn? Oh Gott, ich sehe überhaupt. Na, hier bei mir. Nein, andere Richtung. Ja, ich sehe dich schon. Ja, ist ziemlich neblig, also wir haben hier nicht so wirklich gute Karten. Dann kannst du gleich mal füttern. Aber das hat 7 Minuten. Ja, das hält nicht lange. So, ich habe ihn gezwungen. Okay. Mein Bogen ist gleich kaputt. Ja, meiner auch. Ich habe kein Holz mehr. Das kann man schon. Fälle. Andere Fleisch kannst du, glaube ich, auch reinhauen. Okay. Ich werde erstmal hier mein Zeugs reparieren. Mal schön wieder das Narkosemittel einflößen. Na, aber hallo. Nicht, dass er auf einmal aufsteht. Ja, da packe ich das andere Fleisch auch rein. Jetzt sieht man ja wieder ein bisschen mehr. Aber das war ja spannend. Und da vorne läuft ein Triceratops rum. Unser ursprüngliches Objekt der Regierung. Ja, eigentlich wollten wir ursprünglich einen Triceratops haben, aber naja. Irgendwas ist immer. Du kannst mal schnell zum Haus zurückgehen, ein Lagerfeuer zusammen basteln und hinterherkommen. Weil wir müssen hier die Nacht verbringen. Ja, ja, mache ich. Wir sehen uns. Falsche Richtung. Ja, danke.
Nur mal, um es erwähnt zu haben. Ach, ich hätte mich schon dann gewundert, wenn ich angekommen wäre. Ja, Mensch, jetzt haben wir einen T-Rex fast quasi zu Hause. Da können wir auch demnächst großes Liebgetier jagen gehen. Ja. Spinosaurus. Brontose. Ja, so als kleines Haustier. Und Säbelzahntiger. Oh ja. Und überhaupt. Ja, also Mensch, die Episode ist tatsächlich schon vorbei. Oha, aber wir haben ein bisschen was geschafft. Ja. Finde ich gut. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen mit dem T-Rex verbringen. Euch nicht so unbedingt mit der Aufnahme langweilen. Wenn wir dann irgendwie Fortschritte gemacht haben, gibt es dann natürlich hier die nächste Folge, logischerweise. Und es wird sowieso gleich dunkel. Von daher würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Richtig. Also dann, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.